Ja Leute, herzlich willkommen hier zurück auf CustomBricks.de. Endlich mal wieder ein neues Video von mir. Heute zeige ich euch den Shadow Black Build im Fractal Design Vector RS Gehäuse und sag einfach mal viel Spaß beim Zusehen und film ab. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Bild gefällt euch genauso wie mir. Und ja, wie ihr jetzt gesehen habt, auch zu den anderen Videos, das hat sich optisch von der Umgebung etwas geändert. Nein, ich bin nicht umgezogen, sondern ich habe einfach nur alles mal ein bisschen umgestaltet. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Es wird noch ein Video geben zu dem Tisch, den ich mir hier selber gebaut habe, welche Teile ich verwendet habe und so weiter. Dann würde ich sagen, seid gespannt auf die nächsten Videos. Es wird einen Timelapse geben, dann im neuen Geekcase A50 Plus ETX Gehäuse. Ich denke mal, zum Ende nächster Woche wird das online sein. Und ja, da könnt ihr ganz gespannt warten. Und um die Wartezeit natürlich zu überbrücken und mitzubekommen, wann das Video online ist, könnt ihr ja mich abonnieren oder auch nicht. Und ich würde sagen, ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier auf CustomBricks.de.